Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd, heute auf der Map Band of. Wie immer in Black Ops Cold War, ich trinke gerade mal einen Schluck, denn mein Hals kratzt. Das hier ist jetzt die dritte Folge, die ich aufnehme und Nico ist immer noch am Start. Ich lasse das mal offener stehen, auch wenn ich mit dem Risiko spiele, dass die Flasche irgendwann umfliegt und mir meine ganze Technik kaputt macht. Ich liebe das Risiko. Und deswegen spiele ich auch jetzt wieder eine Folge Requisitenjagd und hoffe, dass wir, genau wie in den letzten zwei Folgen, wieder komplett rasieren. Und dafür motiviere ich jetzt alle. Erstmal alle begrüßen. Das darf nicht fehlen. Ja, hier du auch. Und dann gute Arbeit. Hallo. Oh Mann. Na, was geht? Hi. Okay, Leute. Standoff länger nicht gespielt. Ein alter Trick ist, sich direkt hinten ans Spawn zu sneaken. zu sneaken. Ja, klar, der Stuhl ist echt. Das ist auf jeden Fall klar. Den habe ich auch schon immer da stehen sehen. War einfach nur ein Test. Boah, wird man sich doch. Hier in einem Haus kann man sich als Bild aber eigentlich auch ganz geil verstecken, muss ich sagen. Okay, eine Couch ist fake. Ich wusste es, weil die waren unterschiedlich groß. Das Problem ist, wo ist er hin mit der Fake Couch? Erstmal hier im Dönerlädchen. Oder was auch immer das hier leckeres, saftiges sein soll. Können auch Gyros sein. Das trieft, das. Oh, nehmt einfach meine Nase. Ah, ja. Oh, ja, geil. Okay, die Mülltonne ist echt. Hier scheint niemand drin zu sein, ne? Okay. Ich ziehe da von dannen. Hier weiter. Da, hier sind drei Mülltonnen stehen. Da auch noch eine Mülltonne? Als ob. Okay, hier auch niemanden geflasht. Sehr, sehr geil. Fängt auf jeden Fall schon gut an. Ach, come on, Alter. Als ob das alles echte Sachen sind. Ja, ist klar. Ist klar. Und wenn ich mich mal irgendwo verstecke, werde ich direkt abgeknallt. Schaffe ich den Sprung? Ah, easy snack. Okay, das klang, als wäre es hier oben. Oh Gott, es kribbelt in der Nase. Da ist die Couch. Weg ist die Couch. Eine Requisite, das müssen wir schaffen, kommt. Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir. Was könnte hier noch einer sein? Legen wir mal ganz logisch. Wir haben schon die Couch. Das Pfeifen kam von sehr weit weg. Könnte aber hier so die Area gewesen sein. Vielleicht rennt er natürlich auch. Und noch 1 Minute 32 ist eigentlich für ein Item eine echt gute Zeit, um den noch zu finden. Muss ich ja mal sagen. Man kann auf jeden Fall auch so eine Pflanze sein, aber man kommt halt nicht so in die Ecken. So, hier vielleicht ein Bild. Nein. Man konnte auch mit irgendeinem Item hinter den Vorhang, ich erinnere mich. Ich eigentlich. Ich auf das Bett. Hier wird eine Gefahr gemeldet. Jetzt wird da eine Gefahr gemeldet. Aber hier ist niemand. Natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ich habe mich gerade. Oh mein Gott. Einfach abgesneakt. Nico wieder 3 Kills gemacht. Zu wild. Ich 2, Nico 3. Wir sind einfach ein gutes Team. Und Well-Groomed Goat hat auch einen Kill gemacht. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Yo, als ob das Versteck einfach funktioniert hat. Als ich da saß, wurde ich direkt getötet. Oh, oh hier, das war aber die Abschussserie. Einfach die Dreier-Abschussserie. Okay, jetzt bitte ein gutes Item. Bitte, 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 bitte. Ah.
Frage ist, sieht man das von außen? Und gibt es dafür vielleicht eine bessere Ecke, so die hier? Oder die hier? Oder die hier? Oder einfach Ratchet dahin stellen? Hier so? Komm, ganz ehrlich. Man kann es ja mal probieren, oder? Man kann es ja mal probieren. Das kann komplett in die Hose gehen oder es kann funktionieren. Ich habe auf jeden Fall noch nie jemanden gesehen, der hier drin saß. Let's try it. Okay. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Ich würde es, das sieht man doch direkt. Das ist zu auffällig. Okay, egal, wir probieren es. Wir probieren es. Wenn das jetzt... Tschüss. Nein, er hat es gesehen. Nein, ich bin ein Heubein geworden. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Leute, das ist belastend. Das ist absolut belastend. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will diesen Drehtrick machen. Und drücke immer auf die falsche Taste. Kann ich vielleicht einfach den gleichen Scheiß nochmal machen? Nee. Kann ich tatsächlich nicht. Ja, das ist tendenziell schlecht. Hi, moin, servus, moin. Oh Gott, Leute, was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, da kommt der Nächste. Ach, das war auch ein Leben auf Zeit. Alles klar, das war wieder der Satz des Tages. Das war ein Leben auf Zeit. Tätowiere ich mir hier auf den Unterarm, da tätowiere ich es mir. Leben auf Zeit. Okay, Nico sitzt da oben in der Ecke. Oh mein Gott, ich bin sogar fast zu ihm hingesprungen. Hab ihn nicht gesehen. Nice. Lol. Ach Mist, ich will Private Chat. So, hat man das gelesen? Ja. Ich habe ihn halt einfach echt nicht gesehen, wie er da oben sitzt. Viel zu lost. Viel zu lost. Okay, 1:30 noch. Ach, das war belastend. Vielleicht hätte ich am Anfang stehen bleiben sollen. Vielleicht hätte ich stehen bleiben sollen. Hm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, erstmal einen Schluck sippen. Vom guten heller Erdbeerwasser. Ach ja. 1 Minute noch. Noch 2 Leute. Wer lebt denn noch? User 90475224. Hashtag 963666663. Aber ich glaube, er lebt nicht mehr lang. Und wir können eh nicht sehen, was er ist. Willst du dich nicht mal umgucken, User? Als ob, was ist er? Das interessiert mich jetzt echt. Weil in dem Raum ist eigentlich... unmöglich, sich zu verstecken und nicht gesehen zu werden. Und die rennen alle an ihm vorbei. Was? Nico lebt auch noch. Sehr, sehr gut. Das wird das 2-0. Ich check's nicht. Was ist er? Er ist hinter der Tür. Er ist hinter der Tür gewesen. Mit dem Bild oder so. Oh mein Gott, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Ist ja viel zu stark. Das ist ja viel zu stark gewesen. Und dass das hier mit der Fritteuse geklappt hat, mein Freund, das war aber auch Glück. Das war aber auch wirkliches Glück. Achso, das kann ich ja wieder... Kann ich Slash D machen? Slash D. GG. So. Okay. Sehr nice. 2-0. Jetzt müssen wir nochmal suchen, wenn das so gut klappt wie eben. Danke. Was kann ich hier noch machen? Ne, das war falsch. Level 77, Light. Negativ. Hallo. Mal gucken, ob es nicht mal einer versucht, sich hier direkt in den Spawn zu stellen.
lost. Okay, ich merke schon. Langsam wird es Zeit, die Aufnahme zu beenden. Denn mein Gehirn schaltet schon wieder dezent in den Rattermodus, in dem einfach nur noch Lostness erzeugt wird. Ah, moin. Das gibt's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war der fieseste Kill ever. Okay, ich muss mir das hier merken. Ja, ich wusste es nämlich. Das wird wieder einer probieren. Nein, Täusch-Item. Das ist nämlich echt stark hinter der Tür. Oder frech, dass das funktioniert, um ehrlich zu sein. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Heizkörper, der hier unterwegs ist. Als Heizkörper muss ich sagen, würde ich ja tendenziell in die Gebäude gehen. Also gucken wir doch mal in den Gebäuden. Werfen mal hier eine Flash rein. Moin. Bild hier irgend. Auch niemand hinter den Dingern. Der blaue Koffer ist auch sehr, sehr verdächtig. Was ist da noch einer? Die haben ja noch nicht gekillt, ne? Nico räumt hier wieder auf. Unglaublich. Das hier sind auch schöne Ecken. Täusch-Item. Das kann ich. Woher kam der Pfiff? Kann man überhaupt diese Mülltonne sein? Ich schwöre, die macht mich wahnsinnig. Die steht ja überall. Die steht überall. Na, komm schon. Ach komm. Alter. Diese Sprungsperre ist die dümmste Erfindung, die es in dem Spiel gibt. No joke. Klar. Hier in dem Haus würde ich mir... Sieg! Sagen! D-Time. Hat sich aber echt gut entwickelt. Well-Groomed Goat hat hier noch den Kill geholt. Schade, dass wir den Kill von Xox nicht mehr sehen. Er wäre echt stark. Stufe 84 morgen. Übermorgen wird der Battle Pass resettet. Übermorgen. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, gebt doch dem Video einen Daumen hoch. Lobbyhosten gescheitert. Sehr geil. Ich bedanke mich bei Nico fürs Zuschauen. Alles klar. Fürs Mitspielen. Dank ihm haben wir jetzt hier auf jeden Fall 3 saftige Runden 3-0 geholt. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Hatten wir lange nicht mehr. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich sag's euch jedes Mal aufs Neue, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.